Peter-Runde Geburtstag, ich hab's euch im letzten Part gesagt. Part Nummer 40, Pokémon Platin. Es geht los und ich überlege gerade, habe ich im letzten Part Pokémon Weiß gesagt? Ah, ich bin so ein bisschen neben der Kap gerade. Aber hey Leute, wir sind im 40. Part und es geht weiter. Wow, den habe ich gar nicht gesehen. Ein Ninja kann alle möglichen Fähigkeiten anwenden, so wie diese und diese. Ja, dann hoffen wir mal, dass er irgendwas Gutes eingesetzt hat. Ich hab's nicht gesehen. Er kommt bestimmt mit einem Glibunkel. Oh, ein Moterpel. Moterpel. Käferflug, soweit ich weiß. Und wir sind fast im ABC. Und hoffen einfach, dass das gut sieht. Und komm schon, komm schon. Gib ihm's, gib. Ah, Mann! Das ist nicht nice. Denn das heißt jetzt... Ach, doch nicht K.O. Nice. Ja, das heißt, unser Hades hat diesen Kampf gewonnen. Und er darf gleich geheilt werden, weil er sonst gleich K.O. ist. Treff, treff, treff. Yes, Moterpel, in your face gebissen. Sehr nice. Und das war's dann auch schon mit Moterpel. Und? Meine Ninja-Techniken haben versagt. Tja, I'm so sorry, kleiner Mann. Beute, wir sind irgendwie nur noch am Heilen momentan. Hyperheile. Boom. Paraheile. Boom. Und jetzt kommt noch ein Gegner. Ich glaube, es waren nur noch einer oder zwei. Oder ja, vielleicht schon drei, vier, fünf. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall kommen nicht mehr viele. Und das wird jetzt ein sehr, sehr harter Kampf. Wenn es der, wenn der nächste der ist, den ich glaube. Da, da unten seht ihr ihn schon. Dieser Feld scheint zerbrechlich zu sein. Willst du zur Trümmer einsetzen? VM-Kennerin, setz den Trümmer ein! Nice! So, TM30 Spukballen! Sehr nice! Spukball ist sehr nice. Ich weiß nicht, ist die Attacke stärker als Dunkelklaue? Spukball, Spukball, Spukball. Hat 88. Oh, kann Hades kann's erlernen, natürlich. Hades kriegt's. Hades braucht immer bessere Attacken. Und da ist dann so ein Attacke perfekt, vor allem für ein Unlicht-Pokémon. So, Prügler geht weg, weil Prügler mag ich gar nicht. Habe ich ein, zwei Mal eingesetzt, nicht blöd. Spukball! Er lernt. So, also ich finde es ziemlich blöd, dass es gerade so ein bisschen laggt, aber man kann nicht immer ein perfektes Spiel haben. Und, oh. Hier haben wir noch einen Kämpfer und da ist unser... Na toll. Diese muskulösen Körper, die nicht nur der Show. Da ist unser Hades, jetzt leider ein bisschen fehl am Platz. Aber ein kleines bisschen. Weil da haben wir jetzt einen Holo-Holop. Oh, hat einen Hock-Hock. Ein Schock-Schock. Mach-Schock-Schock-Schock. Ja, das heißt für uns, wir wechseln auf D-U-C-K-F-A-C-E Duckface. Geowurf, gut, dass ich gewechselt habe, sonst wäre unser Hades jetzt down gewesen. Dürfte nicht mehr, genau. So. Und wir setzen jetzt Con mit dem Fuse, mit dem Fusion ein. Confusion. Dürfte ein One-Hit sein. Lockerer One-Hit, oder? Komm schon. Komm. Oh mein Gott, wir müssen Spezialattacke üben. Er lernt Enteron Psychokinese und allein, oder brauchst du für eine TM? Das weiß ich gerade gar nicht. Vergeltung, das dürfte jetzt einiges ziehen. Das darf jetzt echt einiges ziehen. Gut, Glück gehabt, das war's dann mit diesem Marschock. Marschock, Marschock. Marschock wurde besiegt. Das ist sehr effektiv. Ich weiß. Hades und Duckface. Ein super Team, finde ich. Und ja, wenn sobald Hades aber auch eine Feuerattacke hat, die wir ihm bald beibringen werden, heißt es dann für Hades endlich kampfbereit, um gegen Pokémon, die gegen Typ Feuer Nachteil sind, kämpfen. Ja, das war gerade ein sehr schwieriger Satz, deswegen muss ich so lange nachdenken. Ich muss überhaupt eigentlich schon nachdenken, was ich sage. So, wow, da kommen noch mehr als zwei Gegner. Wow, habe ich gar nicht gesehen. Wir Ninjas tauchen immer der Haufe, wo du uns am wenigsten erwartest. Okay, wenn du meinst, meinst du halt, was du meinst, wenn du meinst, was du meinst. Skunka, puh. Unlichtgift, Bodenattacke effektiv. Kampfattacke nicht so, Psycho gar keine Wirkung. Wie wär's dann mit Donnerzahn? Geht daneben.
Oh. Nicht nice. Nicht nice, nein. Nein, definitiv nicht nice. Noch zu wenig und bevor es mehr ziehen kann, gehen wir auf Bonzo über. Yes, Bonzo macht dieses, macht das. Bonzo, 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 Bonzo. Komm schon, Bonzo, komm schon, Bonzo, leg los. So, Offenlegung, Schluffi. Und jetzt sind wir mal ganz böse. Dürfte ein lamer K.O. werden. Dürfte, muss ein K.O. werden. Zackstock, Skunka, Puh, wurde besiegt. So, Ares und Bonzo. Als nächstes kommt Golbat. Gegen Golbat habe ich mein D-U-C-K-F-A-C-E genannt Duckface. Er wird es schaukeln, er muss es schaukeln, er will es schaukeln. So, Level 31 auch hier. Das heißt, Konfusion, komm schon, komm, 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 Duckface, komm. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Es zieht, es zieht, es zieht und hat es nicht geschafft. Also daran müssen wir echt noch arbeiten. So, aber Duckface hat jetzt Golbat auch schon besiegt. Finde ich sehr nice und ja. Aber ey Leute, ich gehe gleich so richtig geil essen, ne? So richtig geile Schnitzel. Ja, 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 ja. Darauf freue ich mich richtig mies, Mann, ey. Das muss ich echt sagen. Also, Leine. Oh, Messi. Wir haben Messi besiegt. Messi in seinen jungen Jahren. Ha. Und jetzt nochmal ein Gegengift. Hades wurde von der Vergiftung geheilt. So, und hier haben wir einen Rauchball. Brauchen wir nicht. Ist leider kein Pokéball zum Pokémon fangen, sondern was Unnützes. Also unnütz jetzt nicht, aber ich brauch's nicht. Damit kann man sich dann einfach von, kann man von wilden Pokémon besser fliehen. Das ist ein Ninja-Item. Ich werde dich über die Vorteile der Vogel-Pokémon belehren. Yes, Vogel-Pokémon! Da können wir mit Donnerzahn gut agieren. Haben die schon Psychotyp dabei? Nein, ne? Die sind, glaube ich, nur normal Flug oder sowas. Donnerzahn! In your face, bitch! Und wie viel? Ja, macht einen schönen... Wow, macht einen sehr guten Schaden! Super gemacht, Hades! Als nächstes kommt ein Knock mit dem Tool. Haha! Noctu, Noctu! So, und jetzt noch einmal. D-O-N-N-E-Z-Z-A-H-N! Dürfte die Hälfte ziehen, ungefähr die Hälfte. Ja, das ist gut, das ist gut. Und ein Bodychecking daneben und wir setzen jetzt einfach nochmal Donnerzahn ein. Und das war's dann auch schon mit Noctu und dem Vogelfänger. So, alles fast ein Level up. Oh, so Level 31 erreicht. Finde ich sehr geil. Und ich muss gerade mal mein Akku reinstecken. So. Aber leider keine neue Attacke für ihn. Das ist sehr schade. Aber ist ja auch egal. Wir bringen ihm bald eine Feuerattacke bei. So. Hier ein Item? Nein, hier ist kein Item. Da ist er, noch ein Typ. Was will der von uns? Da ist der Veteran, ja. Nun gut, ich habe mich entschieden. Ich werde noch einen Kampf bestreiten mit dir und dann zurücktreten. Ja, wir werden ihm auch irgendwo hintreten. Aha! Aber drei Pokémon, der hat echt faustig hinter den Ohren, vor allem mit einem Tangela. Und das Blöde daran ist, wir haben keine Feuerattacke. Spukball, mal sehen, was das so abzieht. Ist normal effektiv und zieht, ja, die über die Hälfte, das ist gut. Oh, Toxin. Das kann's doch nicht sein, ey. Toxin. Als erst wahrscheinlich 5. Wie jetzt wieder 5 KP. Ne, war sogar 6. Aus 6 werden dann 12. Und ich glaube, das verdoppelt sich dann immer. 12, 24. Jetzt müsste es eigentlich 12 ziehen. Habe ich recht? Ja, 12. Dann ist es 24. Und immer so weiter. Los, gegen sein Barmelin setzen wir natürlich unseren B-O-N-Z-O Bonzo! Natürlich, weil wer was sonst? Veteran Andro. Okay. Ja, und ich übertreib's jetzt einfach mal. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Die meisten können sich vielleicht schon denken. Und zwar, Holzhammer. So, das ist ein lockerer One-Hit. Hat gereicht.
Und ein bisschen Rückstoß, aber macht nichts. So, Barmli wurde besiegt. Und als nächstes kommt noch ein Ponyta. Und dafür haben wir natürlich unser D-U-C-K-F-A-L-L-C. Duckface! Duckface! Wir wollen Duckface! Yeah! Finde ich sehr geil. Und auf jeden Fall denke ich mal, dass der Kampf schnell vorbei sein wird gegen Ponyta. Hoffe ich zumindest. Jetzt haben wir ihm das Feuer gelöscht. Und das war's dann auch mit Ponyta. Und wir haben in seinem letzten Kampf einen... Er ist zurückgetreten und wir haben ihn sonst wohin getreten. Ja, das stimmt schon. Ich habe verloren, aber woher kommt dieser Energieschub? Aus meinem Pokémon. Tut mir leid. So, bevor unser Pokémon jetzt nochmal abkratzt, geben wir nochmal gerade ein Gegengift. So, dann gucken wir mal, was gibt's hier oben? Bären. Bären sammle ich nicht, wie er bestimmt gemerkt hat. Gibt's hier ein Pokémon, das wir wollen? Oh, direkt eins. Was gibt's denn hier? Gibt's dem Pokémon ein Holo-Holo! Leute, ein Holo-Holo, sehr nice! Will ich gerade, soll ich's uns fangen? Was sagen wir, wenn's Donnerzahn überlebt, dann fangen wir's. Und? Ja, das... Oh! Ja, es könnte unser Hals sogar gerade einen Kick geben. Ja. Das war's auch schon mit Hades, ne? So, dann nochmal Staravia! Staravia, du weißt, was du tun musst, du weißt, wie du es fangen kannst. Dann nehmen wir erstmal einen Flügelschlag einsetzen. Und hoffen, dass es nicht K.O. geht. Yes, das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. So, als nächstes werfen wir einen... Ja, ein Superball dürfte reichen. Komm, mit dem H setzt Superball ein. Komm. Eins, zwei, drei, Bing! Wir haben ein Holo-Holo gefangen und ihr wisst genau, wie wir es jetzt nennen werden. Einfach aus Prinzip. Für Chmacholo wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Kampfprotz. Ne, Kraftprotz. Typ Kampf. Hoffentlich passt der Name auch. Das wäre nämlich sehr lustig. Gleich zeige ich ihn euch. Wir gehen gleich in die Box, dann seht ihr den Namen. Okay, wir machen jetzt einen Rechtschreibfehler da rein, aber den erkläre ich euch. Aber wir können nicht anders, weil es sonst nicht reinpasst. Einfach ein kleiner Rechtschreibfehler, aber das ist nicht schlimm. Wir haben jetzt Holo Holo mit einem L, also Holo Holo. Aber hey, was soll's. So, Pokémon Center. Heilen. Pokémon, der verdoppelt. Vielen Dank. So, und jetzt hier hin. So. Also, unser X-Bart hat tolle Arbeit geleistet. Darf er sagen, er hat mich Stahlflügel sogar beigebracht. Also, ja, wenn wir ihn wieder brauchen, nehmen wir ihn definitiv wieder ins Team hinein. So ist nicht. Aber ich denke mir einfach, komm, wir haben hier ein Wablu, ein David. Das war jetzt nicht so geile Attacken, wie es auch gar keine geilen Attacken. Da müssen wir auf jeden Fall welche beibringen. Aber wir kriegen das schon hin. Das wird schon klappen. Definitiv. Und hier habe ich noch ein Sichlor gefangen. Mal sehen, was zu attacken hat. Ich glaube, das hat ziemlich geil gehabt. Ja, wow. Typ Käferflug. Das hat echt geile Attacken. Das muss ich dir überlassen. Nice. Aber egal, wir nehmen das nicht ins Team. Definitiv nicht. So, und unser momentaniges Team besteht hier aus. Und so sehen wir uns auch das nächste Mal, Leute. Das war's dann für Part Nummer 40. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Daumen hoch, Kommentar, was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Euer K mit dem H.